Ah, muss ich auf dem blauen Feld stehen oder was? Wow, Alter, Boogiebot ultra creepy. Wo experimentiert wurde, Banzo? Wow, Alter, wie creepy war das denn? Hey Freunde, damit herzlich willkommen beim Schulfall. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir schauen uns heute Poppy Playtime Kapitel 3 das komplette Gameplay an in der Playcare. Ich will nämlich endlich wissen, was da verdammt nochmal passiert, Freunde. Es hat auch lange genug gedauert. Lasst einen Daumen nach oben und ein Abo hier auf dem Clips-Channel da. Vielleicht erreichen wir dieses Jahr noch 100.000. Abos. Ich würde mich sehr freuen. Und es sieht so aus, als würden wir hier in dem umgestürzten Zug starten, am Ende von Kapitel 2. In dem Tunnel. Boah, hier ist alles kaputt. Ja, ist wahrscheinlich alles kaputt gegangen, als wir hier entgleist sind. Und was? Wieso ist... Oh, oh! Wurde Kissimissi da gerade vom Prototypen geschnappt? Okay, hier ist ein Schild Richtung Playcare. Richtung... Oh. Ich wollte gerade sagen, es ist ultra dunkel hier. Steht da auch Playcare oben über der Tür? Habe ich das richtig gesehen? Ja. Hier geht's rein in die Playcare. Ich bin so gespannt, was in der Playcare abgeht, Freunde. Seit Kapitel 2 durch ist, frage ich mich, was wir hier sehen werden. Ich bin mal gespannt, was die sich hier ausgedacht haben. Was? Oh! Die Sonnenblume? Die Blume war da. Wie heißt die nochmal? Lizzie? Lizzie die Blume? Wer ist das? Ist das Huggy? Hand und Arm von Huggy Wuggy da oben? Okay, das hier geht automatisch auf. Was steht da? Ah, das ist so ein Pappaufsteller, ne? Ja, ist so ein Schild. Daisy Game. Daisy heißt die Blume, nicht Lizzie. Keine Ahnung, warum ich dachte, sie heißt Lizzie. Also haben wir jetzt hier das Daisy Game. Okay. Ist das jetzt sowas wie, in Kapitel 2 die Games? Was ist das Daisy Game? Da war ein Countdown über der Tür. Für was ist der Countdown? Was ist bitte das Daisy Game? Der Countdown. Oh. Der Countdown läuft. Aber. Okay. Warte, geht zwischendurch das Licht aus und dann bewegen die sich oder was? Hm, ja, 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 die bewegen sich. Oh! He is loose. Er ist frei. Okay, also jedes Mal, wenn das Licht ausgeht, bewegen die sich. Wir müssen uns also irgendwo hinstellen, wo die nicht an uns rankommen am besten. Wo die uns nicht... Oh, oh. Wo die uns nicht kriegen. Alter, die versuchen auch alle uns zu kriegen, ne? Alter, geh doch weg bei denen! Junge, er steht hier mittendrin. Bleibt hier mittendrin stehen. Wenn das Licht ausgeht. Alter. Ey, das ist turbo creepy. Warte, Countdown müsste doch... Wie viel haben wir noch? 15 Sekunden noch? Ich glaube, alle 10 Sekunden circa geht's Licht aus, ne? Nee, win. Was? Aber es waren doch noch 10 Sekunden. Hä? Wir kriegen den Schlüssel. Ein Daisy-Schlüssel, so wie das aussieht. Okay, was ist das da? Was ist das da auf dem Boden? Ist das eine Zunge? Das ist definitiv eine Zunge, oder? Das geht nicht auf. Candy Cat? Hat Candy Cat so eine lange Zunge, oder was? Oh, noch ein Spiel, oder was? Haben wir noch einen Spielabschnitt jetzt? Hier liegen irgendwelche Bälle und was weiß ich rum. Da ist Candy Cat. Hi. Warum ist Candy Cat voll mit Blut?
Alter, voll creepy, das Vieh. Was macht das da? Wow! Wow! Es hat irgendwas gefressen, ist größer geworden und hat uns dann angegriffen? Hä? Hä, mega strange. Warte, sind diese kleinen Dinger, diese kleinen Kugeln, sind die Candy oder was? Ah, ich glaube, wir müssen 10 so Kugeln finden. Da war wieder ein Countdown an der Wand, der langsam runtergeht. Ja, wir müssen 10 so Candy-Kugeln einsammeln. Wahrscheinlich auch, damit Candy Cat die nicht alle frisst und viel zu groß wird. Oh, wir haben nochmal gemacht. Noch eine Kugel. Easy. Da war noch eine. Rechts. Oder doch nicht? Vielleicht auch doch nicht. Okay. Candy Cat sieht auch so creepy aus mit dem ganzen Blut da dran und so. So, hier war was. Da war was. Und da drin. Fehlt noch eins. Noch einmal Candy. Na komm. Kann nicht so schwer sein. Da, in der Ecke. Let's go. Easy. Gewonnen. Und jetzt kriegen wir auch noch einen Candy Cat Schlüssel. Okay. Ist Candy Cat freundlich? Ja. Alter, ist doch eine ganz schön dicke Katze. Wo rennt die Katze jetzt hier hin? Läuft hier irgendwo in der Wand rum, Candy Cat? Irgendwie creepy, das Vieh. Ich hoffe, wir haben nicht wirklich Candy Cat in Kapitel 3 in so einer creepy Variante. Oh! Poppy! Was? Poppy hat gerade gesagt... Komm... Oh! Poppy hat gesagt, komm mit, solange ich noch eine Puppe bin. Hä? Alter, was ist denn hier los? Überall Blut an den Wänden. Und Hilfe. Cat B. Daddy Long Legs. Alter. Daddy Long Legs ist auch hier. Oh, die Tür geht auch auf. Ist das Bunzo Bunny? No. Ich glaube, Bunzo Bunny wurde von Daddy Longlegs erledigt. Oh, no. Müssen wir hier runter? Wahrscheinlich, oder? Da ist das... Oh. Was ist das für ein Geräusch? Ist da gerade was auf oder was zugegangen? Hä, was höre ich denn da? Was ist das jetzt für ein Alarm? Was? Hä? Ist das Daddy Longlegs, der da gerade so komisch geredet hat? Hä, die Tür ist aber wieder zugegangen. Wieso rennt er weg? Okay, keine Ahnung. Hä, mega strange. Daddy Longlegs turbo creepy auf jeden Fall. Hier oben auch wieder Blut an den Wänden. Boogie Bot. Okay, wow! Alter. Hat mich übel erschreckt. Bin ich ein echter Junge, hat er gerade gesagt. Also irgendwas stimmt hier mit diesen Spielzeugen einfach ganz und gar nicht, Freunde. So, hier müssen wir scheinbar erstmal Strom wiederherstellen. Und dann können wir da weiter. Nehme ich an. Boogiebot Minigame. Was ist jetzt das Boogiebot Minigame? Hä? Blue. Ah, muss ich auf dem blauen Feld stehen, oder was? Hä? Wow! Alter, Boogiebot ultra creepy. Aber wir haben natürlich noch einen Versuch. Aber der hat auch Blue gesagt, oder? Gibt es da verschiedene Blautöne? Blue. Oder stand er nicht genug drauf?
Okay, alles grün. Jetzt green. Okay, hä? Stand der eben eher auf weiß? Also, sah komisch aus. Aber all good. Wieder green? Er hätte doch einfach stehen bleiben können, oder? Oh, hat er geschafft, oder was? Nee, Runde 2. Runde 2, wieder grün. Easy. Violet. Okay. Oh, hey, war das Blut gerade auch schon da? Ich finde es immer so lustig, wenn die, Poppy Playtime-Stimme Orange sagt, wie es immer wie Organe klingt. Orange. Okay, Red. Schön auf Rot drauf. Easy. Und als nächstes? Noch eine Runde. Red. Easy. Yellow. Er hat jetzt immer weniger Zeit, ne? Mit jeder Runde wird die Zeit kürzer. Wieder Orange. Schnell. Easy. Und gewonnen. Locker. Und was kriegen wir? Ein Boogiebot-Schlüssel. Wie viele Schlüssel müssen wir eigentlich sammeln? Und für was brauchen wir die? Das hat uns noch keiner gezeigt. Wie viele Schlüssel gibt es hier? Wir haben jetzt schon 3. Daisy, Candy Cat und Boogiebot. Aber ich habe noch keine große Tür gesehen, für die wir die ganzen Schlüssel brauchen. Okay. Was? Oh, jetzt ist hier Strom drauf. Sehr gut. Jetzt können wir hier öffnen. Easy. Und kommen. Oh, Kissy Missy. Aber Kissy Missy wurde doch eben vom Prototypen weggezogen, oder nicht? Da ist überall Blut oben und so. Oh, oh, was ist das? Ein grüner, ein gelber und ein roter Huggy. In Rollstühlen. Hier sind Spritzen. Oh, was? Oh. Okay, ist jetzt... Kissy Missy ist jetzt mit uns hier im Schacht und kommt mit. Keine Ahnung, wo wir hingehen. Ist nur ein bisschen creepy. Okay, hier rechts rum. Ich hoffe, Kissy verteidigt uns auch gegen... Wow! Was zur Hölle? Aber ich muss... Muss ich... Ah, nee. Ich muss nicht in das Loch. Ist das das Bällebad? Wo wir am Ende von Kapitel 2 gegen PJ Parker Pillar das Game haben. Er wurde hier zerrissen. Wer hat das PJ Parker Pillar angetan? Da sind Netze, also bestimmt Daddy Longlegs, oder? Alter, einfach PJ Parker Pillar komplett zerrupft. Dem geht's gar nicht gut. Jo, hier sind ultra viele Türen. Und jetzt haben wir hier eine Sandbox. Okay. Von mir aus. Was ist die Sandbox? Turn back stand da. Dreh dich um, geh zurück. Oh, Catby! Ey, die sind aber schon süß, die Monster. Miau, 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 sagt sie. Muss ich sie fangen? Oder muss ich... Nee, wir können sie, glaube ich, nicht... Doch! Wir können sie erwischen, aber... Hä? Okay, sie haut ab vor uns, aber... Die Tür schließt sich. Wir müssen hier rein. Was ist das für ein... Ach so, das ist alles Schrott hier. Wollte gerade schon sagen, was sind das für Sachen, die hier an den Seiten liegen? Das sah echt nicht gut aus. Erst... Was ist das denn? Killy Willy? Was zur Hölle? Alter, Killy Willy bricht einfach durch eine Wand durch. Und rennt hinter uns her. Damn. Ja, hör auf, dich umzudrehen. Lauf, lauf doch. Oh mein Gott. Er kriegt Jumpscare, oder? Ja, ja, ja. Alter, gefressen von Killy Willy. Was zur Hölle? Aber wir machen die Verfolgungsjagd hier nochmal. Jetzt sind wir aber, jetzt haben wir mehr Vorsprung. Dreh dich doch nicht als um, Bro.
Was macht er denn? Er guckt als nach hinten. Ja, geht's hier drunter durch. Okay. Und wir sind ihm entkommen. Alter, wie creepy, Leute. Einfach Killy Willy. Auch am Start hier. Oh, Mann. Okay, hier ist auch schon wieder alles voller Blut und so. Oh, was ist das? Liegt da was? Oh! Ein Mensch? Hä? Er hat irgendwas genommen und rennt weg? Hier unten sind noch lebendige Menschen? Was? Zur Hölle? Ich dachte, hier gibt es gar keine Menschen mehr. Jo, wir springen hier runter durch so einen Schacht. Sind hier jetzt irgendwo angekommen. Hier ist versperrt. Hier ist ein Hebel, den können wir ziehen. Easy. Hier ist schon wieder überall Blut, das Übliche halt, ne? Und jetzt haben wir hier... Okay, wir klettern hier irgendwie hoch. Alter, diese Spinnenweben überall, ne? Ich sag's euch, Daddy Longlegs wartet hier irgendwo. Okay, weiter hier durch, weiter hier durch. Noch mehr Blut. Und, oh! Kissy Missy? Wurde Kissy Missy jetzt doch erwischt? Bestimmt taucht sie gleich doch einfach wieder auf. Okay, wo? Oh. Raus aus dem Lüftungsschacht. Da ist doch Kissy Missy! Hä? Ey, das ist auch nur noch verwirrend. Ja, ganz klar steht da Kissy Missy. Vielleicht fehlt auch nur ihr Arm. Sieht so aus, als hätte sie nur noch... Ja, oh! Oh! Okay, irgendwer hat Kissy Missy den Arm geklaut. Damn. Okay, mit Kissy Missy geht's doch nicht gut. Alter, was ist das hier denn? Stell dir mal vor, Kapitel 3 wird wirklich so komplett mindblown. Okay, ja, der Hebel ist geklaut, können wir nicht mehr öffnen. Alter, hier ist alles voller Blut. Wen haben die denn hier drin geschlachtet? Ah, hier ist der Hebel. Oh, können wir Kissy Missy jetzt dann freilassen? Wenn wir das da reinfetzen, zack. So. Und Kissy Missy steht auf. Und... Oh, sie hat die Gasmaske! Die Kapitel 3 Gasmaske! Und sie gibt uns die Maske. Nee, als Key? Picked up Key? Hä? Das ist doch kein Schlüssel, Mann! Wir haben schon ganz vergessen, dass wir eigentlich die Gasmaske in Kapitel 3 haben, Leute. Das habe ich schon ignoriert schon wieder. Okay, jetzt bin ich aber mal gespannt, wofür wir die Maske überhaupt eigentlich brauchen. Oder brauchen wir die hier jetzt als Schlüssel, um... Nee. Ist das die Stimme von Daddy Longlegs? Ich verstehe kein Wort, was der sagt. Der, oh, oh! Oh, jetzt kriecht er über uns rum, oder was? Oh, Sackgasse, RIP. Okay, müssen wir... Hier lang? Yep. Okay, wir haben hier irgend so ein riesiges Labyrinth, wo wir jetzt durch müssen, ohne dass Daddy Longlegs uns schnappt. Hoffentlich. Oh, Mist. Oh, da ist... Da war Mami Longlegs. War die außenrum? Ist das ein Schlüssel wieder? Noch einen Key. Aber wofür ist das ein Key? Oder brauchen wir das Mami Longlegs Spielzeug für diesen Scanner, um diese andere Tür zu öffnen, die wir eben gesehen haben? Das kann ja auch sein. Ja! Wow! Alter!
Jo, wir scannen hier Mami Longlegs. Und gehen. Was sind das für Geräusche? Der Prototyp? Und die Reste von Mami Longlegs? Hä? Jetzt ist es weg. Okay, hier geht's ganz viele Treppen nach oben. Was zur Hölle? Okay, die Türen sind alle zu, jo. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Okay, ja, wir haben es hoch geschafft. Das ist aber immer noch nicht hoch genug, oder? Oh, es geht noch weiter. Jo, chill. Was sind das denn für Treppen? Okay, und Elevator. Einen Fahrstuhl? Okay, dann mal zack, Hand hier drauf. Und dann fahren wir mal eine Runde Fahrstuhl auf entspannt. Mal sehen, wohin. Hierhin. Zwei Stockwerke. Ich dachte, wir fahren viel weiter. Aber... Woppa! Danny Longlegs ist da! Na? Moin, Servus, Moin! Dann aber mal los jetzt. Junge, lauf doch. Warum bleibt er denn stehen? Okay, hier geht's auf. Rein in den Schacht. Boah, hier ist alles ja komplett voll mit Rauch. Da könnten wir jetzt ja eigentlich mal die Gasmaske aufsetzen, oder? Da drüben ist er. Aber das hält ihn doch nicht auf, oder? Mach auf, mal auf, mal auf, mal auf. Weiter, 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 weiter. Na los. Alter, alles voll mit Rauch und was weiß ich. Hier unten ist ja alles kaputt. Er ist da. Er ist da, lauf! Lauf, 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 lauf. Mach auf, mal auf. Schneller, schneller, schneller. Na komm. Ist er... Er ist weg. Was war das? Er ist ein Zahnrad. Und jetzt läuft hier Wasser rein. Okay. Bisschen strange. Wofür ist das? Okay, wir gehen. Hier oben ist noch ein Zahnrad. Wo müssen die denn alle jetzt eingesetzt werden? Und wofür ist das Wasser? Aber selten wir bestimmt. Gleich noch rausfinden. So, zack. Gibt's noch eine Ecke? Noch, jupp, noch mehr Zahnräder. Aber ich denke mal... Mehr... Oh! Ein Stück Lüftungsschacht ist auf ihn draufgefallen. Ja, aber das reicht doch nicht, um ihn zu erledigen, oder? Never. Was ist das jetzt hier? Oh. Wo sind wir denn jetzt? Was zur Hölle? Freunde, wo sind wir denn hier? Wir haben PJ Pagapilla, Banzo Bunny, Hagi Wagi. Da drüben ist ein Kopf von Bron. Mami Longlegs mit Blut da drin oder so. Und Cat B. Hier in so Glaszylindern wie von so einem Experiment. Turbo verstörend. Okay, was ist das? Poppy und Typ mit Maske treffen sich. Er gibt ihr irgendwas aus einem Koffer. Keine Ahnung was. Oder zeigt ihr was. Und dann gehen die hier weiter. Aber wohin? Warum? Wieso? Ich brauche mehr Infos. Was geht hier ab? Ah, hier ist eine Tür. Hier geht's weiter. Na, brauchen wir jetzt nicht langsam mal diese Maske? Okay, vielleicht auch nicht. Jetzt sieht sie aus wie in einem Krankenhaus. Komplett. Komplett strange. Die
Die Tür auch zu. Die Tür auch zu, hä? Wie sind alle Türen zu? Ah, hier ist... Ah, okay, ja. Die ist offen. Easy. Ah, hier sind auch ganz viele von diesen Liegen, wo experimentiert wurde. Banzo. Oh. Wow! Ah, wie creepy war das denn? So eine Mini-Banzo-Version ist hinter uns her. Wie Music Man in Security Breach. Oh! Hier war doch eben Poppy. Poppy und der Typ waren hier eben. Dann sind wir auf dem richtigen Weg auf jeden Fall. Alter, er ist immer noch da. Hör mal auf jetzt. Geh mal... Ah ja, moin. Einfach zugemacht. Und ein Rohr hingeschmissen. Klar. Makes sense. Macht Sinn. Yo. Aber diese Location ist ja mal anders krass. Wie viele Ecken, wo hier irgendwelche Experimente an den Spielzeugen durchgeführt wurden. Komplett übel. War das eine Zombie-Version von Huggy Wuggy? Alter, dem haben ein paar Stücke gefehlt hier und da. Habt ihr das gesehen? Oh. Jetzt haben wir hier diesen riesigen Knopf gedrückt und folgen dem Zombie-Huggy. Ich nenne ihn einfach Zombie-Huggy. Er sah aus wie einer. Also wie ein Zombie. Und was haben wir hier jetzt? Eine angetriebene Zuglore oder was ist das? Es lädt sich auf. Noch ein Balken. Und Abfahrt. Ja, moin. Das Ding schnurrt los. Okay, krass. Aber wo fahren wir hin? Was ist das? Da ist... Irgendwas ist hier vorne. Oder ist es einfach nur Zeug, was von der Decke stürzt? Okay, ich dachte, da ist irgendwas aus der Wand gekommen schon wieder. Ich dachte schon wieder Killy Willy. Okay, aber wir fahren hier erstmal durch die Gänge, Schächte und Gassen durch. Und, oh, es wird schneller. Ey, chill. Nicht zu schnell, wir entgleisen sonst. Wie der andere Zug. Aber wo zur Hölle fahren wir hin? Warum ist hier alles so kaputt? Aber wie zerstört ist hier alles bitte? Alter, alles komplett Fratze einfach. So, ja, ja, jetzt entgleisen wir schon wieder. Natürlich. Ah, hat ja nicht gereicht, einmal zu entgleisen heute. Wir machen nochmal. Das ist gar keine Zombie-Version von Huggy. Das ist eine Cyborg-Version von Huggy. Alter, wie sah er denn aus? Komplett krank. Er hat uns eine Hand geklaut. Die grüne Hand hat er uns geklaut. Yo. Und wo geht's jetzt durch hier? Durch so einen anderen riesigen Gang. Hier sind irgendwelche riesigen Rohre und was weiß ich. Hier geht's runter. Yo, wo führt das denn alles hin? Hier zur Tür. Na komm, mach sie auf. Na, oh. Ja, moin. Einfach die Tür wegpulverisiert. Wahrscheinlich, oder? Der Tür geht's gar nicht gut. Okay, ey, aber wie viel Blut... Ist es eine lila in der Hand? Ist eine lila in der Hand, die da rumschwimmt, ne? Ey, wie viel Blut ist hier überall an den Wänden? Vielleicht ist die Playtime Corporation auch einfach ein ehemaliges Schlachthaus. Schon mal daran gedacht? Es ist wirklich übel. Ja, okay, ist auf jeden Fall eine lila in der Hand, die wir da haben. Die schnappen wir uns jetzt definitiv. Die werden wir brauchen. Weil da sehe ich schon eine Tür, wo wir die benötigen. Okay, wie schalten wir die frei? Müssen wir bestimmt irgendeinen Knopf drücken, Hebel ziehen oder irgendwie sowas? Irgendwie sowas. Ja, da kommen wir so nicht weiter.
Na, oh, einfach kaputt machen? Ja, moin, okay. Easy. Ja, moin, okay. Jetzt haben wir eine lila in der Hand anstatt einer grünen Hand. Locker. Und können jetzt hier die nächste Tür öffnen. Let's go. Und kommen... wohin? Was ist das? Huggy und Kissy? Cyborg Huggy? Und Kissy und... die küssen sich? What? Kissy hat nur noch einen Arm! Und beide haben uns gesehen. Wo sind wir jetzt? Hä? Das Gameplay-Video verwirrt mich, Freunde. Oh, irgend so ein Fabrik. So ein Fabrikbereich mal wieder. Mal wieder ein normaler Playtime Corporation-Bereich. Nicht mehr komische U-Bahn-Gänge oder was weiß ich. Aber was müssen wir hier machen? Müssen wir hier hoch? Okay. Hier hoch. Und hier ganz nach oben. Oh, Daisy ist da. Und diese Banzo-Version. Was am... Wow! Wieso schmeißt er den hier hin? Der verfolgt uns doch... Ich wollte gerade sagen. Der verfolgt uns doch jetzt. Los, weg hier. WTF. Okay, rein hier. Durch. Let's go. Beeil dich mal ein bisschen, Mann. Nicht so viel rumtrödeln. Ist Banzo noch hinter uns? Oder nicht? Alles voller Blut immer noch. Oder wieder. Und jetzt hier wieder in einem neuen Bereich. Ist aber auch irgend so ein Fertigungsbereich, so wie das aussieht. Hier diese Greifarme und alles. Wie groß das auch einfach alles ist. Aber man kann nicht viel erkennen. Ist schon extrem dunkel hier. Also da sind zwar Lampen oben an der Decke, aber die... irgendwie bringen die nicht so viel, ne? Da hält sich die Wirkung in Grenzen. Okay. Oh, was ist das? Sind das Mami Longlegs und Daddy Longlegs? Die küssen sich auch. Ja, nice. Warum lebt Mami Longlegs wieder? Kann mir jemand erklären, was hier abgeht? Okay, die klettern hier irgendwie lang, wie so Psychos. Was geht denn ab, Mann? What the hell? Okay, und jetzt hier ums Eck und hier durch. Easy. Noch so ein roter Knopf. Ey, was sind das alles für Bereiche? Ich bin richtig fasziniert, Freunde. Was wir hier alles sehen. Help steht da, Hilfe. Hier ist so eine Figur von einem Mädchen mit Grabpack. Oh, ist ein anderer Spieler. LOL. Also was heißt ein anderer Spieler? Auf jeden Fall irgendwer anderes, den wir jetzt gerettet haben. Hier ist auch schon wieder überall Blut. Ja, moin. Hilft die uns jetzt weiter? Ja, moin. Okay, krass. Schickt uns hier jetzt Plattformen rüber, die wir benutzen können. Okay, soll ich da rüberspringen? Ah, die bewegt sich, ne? Ja, okay. Perfekt, ja, dann geht's. Und noch ein Sprung. Let's go. Und noch ein Sprung. Easy. Okay. Was ist das? Riesiges Gitter da am Ende. Hier, irgendwelche komischen Gänge. Die wir hier haben. Ah, hier haben wir so. Wollte gerade schon sagen. Mal sehen, was wir als nächstes machen müssen. Aber wir haben hier wieder ein bisschen was zu aktivieren. Und dann
Auf der anderen Seite auch nochmal in Gelb? Vermutlich. Oder ist jetzt schon irgendwas noch aktiviert worden? Ne, ich glaube... Ah, hier müssen wir so eine Rampe hoch. Oder ist hier auch Gelb? Nee, ist auch erst Gelb. Okay. Dann mal los. Gelb da drauf. Aktivieren. Und... Okay, ich dachte, geht jetzt erst die Rampe hoch, die wir da eben gesehen haben. Aber scheinbar nicht. Aber vermutlich müssen wir die Rampe... Nee, es geht auf. Okay, da ist Banzo. Nee, wer ist... Wer war das? Die Mädchenversion von Banzo? Banzoline? Keine Ahnung. Jo. Ja, hier ist wieder so ein dickes Loch im Boden. Da drüben liegt aber ein Tape, oder? Warum geht er denn hier rein da? Ich habe was liegen sehen. Ach Mann. Hätte er das mal eingesammelt. Okay, aber wo kommen wir hier jetzt hin? Das Ganze muss ja auch irgendwann mal ein Ende haben. Da ist wieder ein Loch im Boden. Ah, hier können wir aber raus. So wie es aussieht. Okay. Diese komische... Die beiden küssen sich auf. Alright. Macht doch, was ihr wollt. Haben die mich gesehen gehabt, oder was? Hier ist der Spielecharakter. Oh, lol. Hauptsache, man kann jetzt hier die, die Sicht irgendwie tauschen. Okay, krass. Und das hier ist jetzt ein Hebel, den kann man ziehen. Nehme ich an. Nee, eine Sicherung zum Einsammeln. Also sieht jedenfalls aus wie eine Sicherung. Und die wird hier eingesetzt. Brauchen wir noch eine? Glaub schon, ne? Ja, da drüben ist noch eine, okay. Noch eine zweite Sicherung holen. Und dann... Hey, warum machen die das so strange? Wieso ist jetzt einer nicht einfach durchgelaufen? Verstehe ich nicht. Aber muss ja auch nicht verstehen, glaube ich. So, hier kann man drunter durch. Easy. Noch eine Sicherung. Dann setzen wir die auch mal ein. Und öffnen damit die nächste Tür. Easy. Ja, aber es wäre schon cool, wenn man so zwei Spielecharaktere hätte, mit denen man immer spielen muss, um noch kompliziertere Rätsel zu lösen. Das wäre wirklich krass. Das fände ich tatsächlich ganz cool. Okay, schauen wir mal, wohin es uns hier jetzt verschlägt. Weil wir eben schon mal gesagt, das Ganze muss ja irgendwann mal ein Ende haben. Ist irgendwas hinter uns? Ne, ich glaube nicht. Wo kommen wir an? Okay, hier machen wir auf. Und jetzt? Was ist das? Oh! Baby Longlegs. Fortsetzung folgt. Das ist das Ende. Wir haben Baby Longlegs gefunden hier. What? Einfach Baby Longlegs? Was zur Hölle? Ey, Freunde, schreibt mal eure Meinung zu diesem Kapitel 3 Video in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich weiß nicht, was das alles zu bedeuten hat. Macht's gut und bis dahin.